Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir reiten und sprechen vom Pferd aus an. Okay. Wir reiten nochmal und ich habe einen guten Tipp von Chat bekommen, von guten Marc und Niklas. Deswegen schauen wir einfach mal, ob das funktioniert. Oh ja, ich wollte es nicht nochmal hören. Vielen Dank, hey. Ich hasse Basil. Er ist einfach Basilikum, also. Also ich fand meinen Plan, das Pferd zu stehlen, tausendmal geiler. Das muss ich durchaus zugeben. Epona! Hinauf. Ich will darauf da. Du kannst theoretisch auch direkt über den Vulkan wieder vom Fluss hinauf, aber im Wald anzufangen ist am einfachsten. Okay. Wir müssen uns mal ganz kurz drehen, weil wir mit den Heidi da sprechen müssen. Können wir mit denen reden? Pona, ich habe keine Ahnung, was du tust. Ich wollte eigentlich nur mit Basilikum reden. Ich habe ja nicht so lange Zeit. Bleib jetzt mal stehen. Stopp. Reden. Du reitest nicht schlecht. Wie wäre es mit einem kleinen Rennen? Eine Runde um die Koppel. Der Gewinner erhält, sagen wir, 50 Rubine. Ja. Vielleicht können wir das Pferd dann klauen. Hat er mir jetzt einfach den Weg abgeschnitten? Aber ich weiß nicht, wie man am besten reitet. Und zwar immer schön den Weg abschneiden. Also zum Beispiel bei den Pferderennen in Dragon Quest habe ich hier alle abgezogen. Okay, jetzt warte ich erstmal, dass die Karotten hier ein bisschen zurückkommen. Wie viele Runden muss ich hier rennen? Habe ich gewonnen? Ha, verdammt, nein! Vermaledeit! Ja, ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf fände von dieser Demütigung. Hey du, wie wär's mit einer Revanche? Gewinnst du? Gehört das Pferd dir? Habe ich nicht mal irgendwie die Wahl? Okay, ich denke, er ist jetzt übelst krass. Alter, ihr habt mich vorab gedrängt. Lass mich mal hier durch, okay? Er cheatet bestimmt. Er gibt irgendwie seinen Pferd richtig harte Mohrrüben, da wo irgendwas drin ist. Okay, ich muss ihn einholen. Ich muss ihn unbedingt einholen. Alter, der drängt mich immer voll ab. Okay, wir müssen ihn einholen. Ha, im ersten Rennen habe ich nur geblufft. Wie konnte ich gegen dich verlieren? Komm wieder, wenn du es erneut versuchen wirst. Alter, wie viel kostet das? Ich kann mir jetzt keine 50 Dinger leisten. Okay. Okay, wir gehen einfach in den Wald, okay? Wir holen irgendwann anders Epona, wenn wir mehr Geld haben. Irgendwie ist der ja sehr teuer. Aber ich hätte Spanner gehabt. Würde ich auch nochmal festhalten. Okay, es ist hier nicht schön irgendwie. Wo war das Dorf? Da unten irgendwo, oder? Ja, es war da hinten. Das ist der Ausgang da hinten, glaube ich. Wenigstens habe ich diesmal nicht die London-Farm gesucht. Das war auch schon mal was. Ja. So ein Büsche ist bestimmt ein bisschen Money drin. Ich habe irgendwie kein Geld mehr. Das ist teuer, Pferd zu reiten, was mir am Ende nicht mehr gehört. Ich finde mein Klaufer super besser. Meine Idee, das Pferd zu klauen, war einfach gigantisch. Der hat mir doch gesagt, ich soll über den Zaun rüberspringen. Im Wald brauchst du da auch, auch den Weg. Okay. Cool, Dekonüsse. Na du, wir kennen uns da schon. Ach nee, das waren jetzt wirklich Gegner. Ich dachte, ihr verkauft mir jetzt wieder irgendwas Cooles. Komm, stolz auf mich. Okay. Ist mein Haus noch da? Gibt's das noch? Alter.
Ich frage mich, wo Milo hin ist. Dieses... Was für ein Arschloch. So. Jetzt bin ich großes Erwachsenes, Link. Wie schön Navi mich auch nach wie vor noch nervt. Das... Ohne Navi wird mir doch was fehlen, oder? Muss ich dahinter zu dem Baum? Ich vermute mal schon, oder? Aha, ich habe jetzt nichts mehr zum Schießen. Was hat Navi? Diese Riesenskulpturas, ja, die haben am Bauch eine schwache Stelle. I know, aber dafür muss sie sich erstmal umdrehen und eigentlich bräuchte ich was, wo ich danach werfen kann. Ich versuch's mal mit meinem Fanghaken dann. Dreht sich eh nicht um. Gut, da hinten noch im Wald, da gab es so coole Stellen. Erinnere ich mich dran. Irgendwie ist der Wald ein bisschen düster geworden. Fanghaken, okay, Fanghaken. Okay, ich muss den Weg wohl gehen und soll den Fanghaken dabei verwenden. Danke in den Chat. Wisst ihr noch, als hier alles ruhig war und kein böses Spinnending vom Eingang von dem Wald gehangen ist, sondern Mido da rumgelaufen ist und hat uns eine Runde angekackt. Ah, cool, wir killen die so. Auch eine Methode. Alter. Kriegen wir wieder ein paar Herzen? So, einfach mal Hals hochgeschnitten von dem Viech. Aber mit denen kannst du schießen. Oh, praktisch. Sehr praktisch. Wo muss ich hin? Ich denke, ich muss das jetzt einmal umrunden. Ich habe jetzt keinen Bock, gegen diese Viecher da zu kämpfen. Okay, hier haben wir nur Stöcker. Wisst ihr noch, als der Baum noch gelebt hat? Das war auch schön. Ah, cool, ich kann die auch damit betäuben. Okay, ist geiler als der Bumerang. Vergesst, dass ich jemals was anderes haben wollte. Ich hätte wieder genügend Money, um eine Runde um Epona zu fighten. Also so dämlich habe ich mich nicht angestellt bei Epona, okay? Bin ich gut angestellt. Musst du den Punkt, an dem Sadia das letzte Mal gesehen hast. Oha, wo war das? Das war doch am Arsch der Welt da hinten, in diesem Labyrinth. Okay, dann wollen wir mal ins Labyrinth gehen. Hey, ich stream schon wieder eine Stunde und habe effektiv nichts erreicht. Geil! Ich nehme mir jedes Mal vor, wenn ich stream, so ein Tempel mindestens. Und mit ein bisschen Glück wird es überhaupt ein Tempel. So. Klar, du hast den Fanghaken. Okay, einmal zurück zu der alten. Das war da oben, da muss ich hochklettern. Der Fanghaken ist einfach geiler als der Bumerang und die Schleuder zusammen. Das musst du halt erstmal hinkriegen als Item. Komm, schieß auf mich. Na, hast du ab? Okay, jetzt bist du eh tot. L-M-L-R. Rechts, achso, das ist die Richtung rechts. Da würde ich zu den Goron kommen. Rechts. Ist das Mido? Wer sind sie? Mich können sie nicht täuschen, auch wenn sie Kupori-Kleidung tragen. Ich habe Sadia versprochen, sie vor allen Gefahren zu schützen. Aus einer Runde Sadias Lied. Wo ist es denn unten? So, dann lass mich mal durch, kleiner Mido. Warum ist sie eigentlich nicht älter geworden? Diese Melodie. Sadia hat sie geschrieben. Sie kennen Sadia? Das Lied... Sadia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht.
Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnert er mich an jemanden. Ja, kleiner Mido, aber warum bin. Ist der nicht gealtert? Also, jetzt hatten wir rechts, links, rechts, links. Dann müssen wir jetzt mittig. Links, rechts. Danke übrigens für die Richtung. Ich hätte mich zehnmal verlaufen. So, die Walddichtung. Ach, an die erinnere ich mich auch noch. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit du keine miesen Typen erwischen. Drücke L und stelle dich gleich in die richtige Richtung. So schaust du sofort in den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Hast du dich richtig hingestellt, halte L gedrückt und laufe seitwärts um die Ecke. Dann kannst du dir niemand auflauern. What the hell? Nein! Geh doch da nicht raus, du Idiot! Muss ich da runtertauchen? Nützt mir das was? Nein. Alter. Hä? Wie soll ich denn an den Arsch da vorbeikommen? Wie meint ihr das mit dem Schild halten und dann seitwärts laufen? Gut, ich bin vorbei. War. Fuck, 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 fuck. Wieder raus. Nur drauf gewartet. Das war der Jumpscare des Spiels. Okay, ich schau mal in die Richtung und drück so. Warum macht ihr das? Das finde ich nicht fair. Bah! Passt. Ja. Warum gibt es hier solche bösen Dinge? Geh weg da. Der will bestimmt gleich wieder herschauen. Ah! Geht ja mir vorbei. Warte mal, ich kann jetzt so in die Richtung schauen, dann so und jetzt einfach rückwärts rennen. Das klang doch nach einem Plan. Entweder Bomben abschießen oder vorbeischleichen, okay. Ist da auch wieder so einer? Ja. Ich tarne mich mal hier. Ich bin Robine. Der will da gleich wieder vorbei. Fanghaken in den Rücken, echt, das hilft. Okay. Und gerade zeigt er mir seine Vorderseite, die nicht wunderschön ist. Also, die ist echt hässlich. Kannst du mir mal deinen Rücken zeigen? Dann probieren wir das gleich mal aus mit dem Fanghaken. Aber der kommt irgendwie gefühlt gar nicht hier vorbei. Ah, der geht jetzt wieder weg. Das hat nicht geklappt. Das war eine schlechte Idee. Ich habe wirklich Angst um unsere Herzies. Kannst du es nicht machen? Nicht voll Kacke von dir. Taktik vorbeischleichen, würde ich dann fast sagen. Während sie an dir vorbeilaufen, kannst du sie auch mit einem Schwert kloppen. Das klingt nach einem Plan. Ich möchte mich jetzt in diesen Grasbüschel da verstecken. Ha, ich habe ihn gekickt. Ha, wie nice. Visieren und dann Haken bereithalten, okay. Jetzt kommen die bestimmt gleich wieder hier rum. Oder die Richtung dann. Na, kommst du her? War. Also ganz ehrlich, ich habe mein Schild ja vorgehalten. Ich wollte es mal erwähnen. Geht jetzt wieder?
Alter, ich stand hier voll in dieser Lücke drin. Nur mal so großes Viech. War, geh halt auf die Seite, Link. Manchmal ist Link echt dämlich. Oder ich, aber... Jetzt muss ich mehr in die Richtung schauen. Ah, oh, das wird echt anstrengend, da durchzukommen. Das wird mir also anstrengend. Okay, aber für die Leute auf YouTube machen wir dann einfach hier einen Cut rein. Und nächste Folge geht's hier übelst anstrengend weiter. Bis dahin, tschüss.